Guten Morgen, heute ist der große Tag. Quarantäne ist vorbei, wir sind heute bald aufgestanden. Um 6 in der Früh, das ist für uns bald. Und ja, jetzt darf man sich jetzt anrichten und dann geht es gleich los zum Mitautoabholen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Wettercheck. Hey Google, wie ist die Temperatur draußen? In Ottawa sind es aktuell minus 15 Grad. Wegen der Windverhältnisse ist die gefühlte Temperatur minus 23 Grad. Ja, ich glaube, das wird ein spannender einstündiger Spaziergang zur Autovermietung. Da sieht man ein paar fleißige Läufer. Das Thema, magst du sagen, wo wir sind? Wir sind in Kanada. Okay, also wie Sie sehen, die Vernunft hat nicht gesiegt. Es ist doch ein bisschen gehörendes Auto geworden. Und wir freuen uns jetzt schon auf unseren ersten Ausflug in einem Pickup-Truck. Wir sind jetzt gerade beim Drive Test Center und haben gerade unseren österreichischen Führerschein eingetauscht gegen einen kanadischen, eigentlich gegen einen Ontario Führerschein, Ontario Driving License, und haben jetzt unser Temporary Driving License gekriegt und in 3 bis 4 Wochen kriegen wir dann die Checkkarten. Ja! Also jetzt sind wir beim BMW Händler, wir haben heute schon einen Termin gemacht. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Autos an. Und Christian ist voll in sein Element. So, Babsi fährt jetzt einmal mit dem BMW X3. Ich muss sagen, in Kanada bei minus 16 Grad ist so eine Lenkradheizung ein Wahnsinn. Das ist so gut! So gut, und das Sandra, da muss ich an die denken. Und das Auto hat voll die Porno roten Ledersitz. Und jetzt schauen wir uns nur ein Cabrio an. Christian ist schon herin. Schauen wir mal, wie sie die fährt. So, wir sitzen jetzt im Vierer Cabrio und Christian darf fahren. Christian, wie fühlt sich's an? Super! Ah, aber das Lenkrad ist ein bisschen heiß. So, und jetzt schauen wir uns noch ein Haus an. Wir haben schon eine Hausführung, das was wir ausgemacht haben. Das ist das Haus. Und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. So, wir sind jetzt einkaufen in Walmart Supercenter, das einzige, was offen hat. Und das ist ziemlich riesig. Im Loblaws. Und das schaut alles recht gut aus. So, nach einem anstrengenden Tag sind wir wieder zurück in der Wohnung. Und weil wir so brav waren und so fest eingekauft haben, haben wir uns jetzt einmal etwas Gutes verdient. Ein gutes Steak wird es jetzt geben. Und das Fleisch ist wahnsinnig billig.
700 Gramm um 16 Dollar, das sind 12 Euro, sowas. Das ist richtig gut. Freuen Sie schon.